Und damit herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Untitled Goose Game. In dem Spiel, wo alle mich hassen und ich alle beklaue. Und wir sind nämlich heute hier in den Gärten. Gibt es hier eine Abkürzung oder sowas? Ja, und tatsächlich ist hier eine Abkürzung. Und zwar neben dem Garten von dem Gärtner. Und zum zweiten Kapitel gibt es hier auch eine Abkürzung. Das ist so ein zentraler Platz hier irgendwie. Ah ja, ich sehe doch schon, was hier gemacht werden muss. Oder irgendwie einfach hier durchdrängen. Und schon sind wir im Garten und hier ist ein Typ, der liest Zeitungen, sieht uns aber noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir immer, wenn er wegschaut, irgendwo hingehen. Ist das hier? Oh lol, wir können den ganzen Zaun kaputt machen. Jetzt sind wir im anderen Zaun. Lol, okay, ist ja lustig. Okay, wollen wir auf unsere Aufgaben schauen mal. Bring jemand dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Bring den Mann dazu, den Tee auszuspucken. Binde dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Wasche die Wäsche mit einem BH, einem Paar Socken, einem Pantoffel und einem Seidenstück. Dann wollen wir doch mal hier in den Garten gehen. Weil hier ist schon mal die Unterwäsche. Und die müsste zu irgendeiner Büste. Nur wo? Oder wasche die Wäsche, hieß es, ne? Aber ankleiden hätte auch Käse. Ah, ich habe keine Ahnung, wo man die ankleiden muss. Warte mal, die Büste. Warte. Ach, die Büste muss angekleidet werden und die Wäsche muss gewaschen werden. Ah, das ist die Büste hier. Na gut, das war alle meine Gänschen. So ähnlich halt nur. Lol. Nein! Ich will zurück. Oh, ich hab's geschafft, glaube ich. Und jetzt? Was mit dem? Ist der sauer oder? Nee, der bringt sie einfach ganz normal zurück oder was? Ha! Der wirft die einfach rüber. So, hallo Frau Nachbarin, hier ist übrigens ihr Dings. Er wirft jetzt einfach rüber. Ja, hier ist ein Cricket-Schläger oder so. Okay, das finde ich echt irgendwie lustig. Das ist funny, das ist funny. Vor allem, ich hätte gedacht, irgendwie der übergibt die dann und da muss ich quaken. Und dann, ja. Was ist das hier? Muss die vielleicht die Statue mit mir verwechseln?
Als denkt sie, ich wäre die Statue. Ah, ich muss gleich die Ente noch ein bisschen weiter wegbringen, kann sein. Oder die Fake Guns, besser gesagt. Ach, hier ist es geflickt. Ah, okay, der Zaun ist geflickt hier. So, ich bin mal gespannt, was sie jetzt tut. Der Mann da hinten liest nach wie vor Zeitung immer. Schaut dann immer wieder dran vorbei. Die Frau unten macht jetzt die Vase zumindest so ganz, wie es geht. Und das Telefon klingelt. Huch. Und jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich eine Schleife um. Sehr nice. So, das Telefon hat geklingelt, sorry. Aber es war nichts Wichtiges. Internes Telefon nur. Kein wichtiger Anruf oder so. Ja, toll, jetzt habe ich eine Schleife um. Und jetzt muss ich aber noch andere Sachen. Zum Beispiel die Büste ankleiden. Vielleicht einen Hut aufsetzen, könnte ich mir vorstellen. Oder die Mütze da hinten. Checkt er, dass ich hier bin? Checkt er, dass ich hier bin? Ja, nimm die Schleife, ist nicht so schlimm. Ich messe jetzt auch einfach rüber. Ah, die kümmert sich nur um den Zaun, das ist super. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den Hut jetzt hier droppen lasse, dann wird die Frau den bestimmt da auf die Büste machen, kann sein. Aber das war's noch nicht. Ah, ich weiß, wie ich die Wäsche waschen muss. I know. Und zwar, wo ist denn die Wäsche? Hier ist die Wäsche. So. 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 Ah, ich kann das nicht von hier nicht öffnen. Ah, dumm. Lass mich vorbei. Oh, hier ist die Glocke. Die hat auch noch irgendwas damit zu tun. Aber für erstes soll es mal reichen. Ich mach gleich weiter. Ich habe eine Idee, was vielleicht der Spezialauftrag sein könnte hier. Aber, ja, und zwar. Komm mit. Was macht die Frau da? Schaut die einfach nur zu? Okay, er hat die Schere entdeckt. Was macht er jetzt? Schneidet er die Rosen? Nein, er wirft sie einfach zurück. Als ob er die einfach zurückwirft. Ah, egal. Dann weiß ich, was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Oh.
Der Mann könnte entweder die Seife nehmen oder den BH. Was nimmt er? Den BH natürlich. Okay, noch klappt das nicht ganz. Okay, lassen wir die mal hier. Okay, ich glaube, ich warte einfach, bis sie. Ah, ne, jetzt hört sich die Socke. Yes, yes, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Eine Socke ist da. Wo ist das Seifenstück? Yes! Und das zweite Paar Socken auch geholt. Die Kirchturmuhr ist im Spiel, oder? Nicht irgendwie von mir. Ah ja, warte mal, der BH, der müsste ja dann da irgendwo hier liegen, genau, weil das die Stelle ist, wo der Typ alles rüberschmeißt. Bin ich hier? Als ob das Kaffee trinkt. Kommt der Mann jetzt und bringt ihr das zurück oder nicht? War es erfolgreich? Kann schon sein. Wo ist die Seife? Ist die Frage. Wo ist die Seife? Ich bin gar nicht da, beachte mich einfach nicht. Ah, die Seife liegt wieder hier. Das ist super. Weil wenn der Mann jetzt nicht... Nein, der setzt sich nicht mehr hin. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Nein, der darf sein Partout. Yes, ich hab's geschafft. Gerade so. Oh, okay. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Bring dem Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Ja, da weiß ich, wie es geht. Hallo, nimm doch deine Tasse, hier. Der findet die BH echt interessanter als die Tasse. Kann es sein? Jetzt. Ist der dumm?
Gleich was zurück. So, da ist eine Socke. Ich muss den mir zurückbringen, damit er überhaupt was macht. Ich beachte mich gar nicht. Ich bin nur hier schon in der Ecke. Mach nichts Böses. Jetzt trinkt er Tee. Bin schon weg, bin schon weg, bin schon weg. Zieht jetzt seine Schuhe aus oder so, weil die nass geworden sind? Nein? Ja. Nice, habe ich die Mütze wieder geklaut? Was macht er jetzt? Er hat rausgefunden, dass ich sie habe. Nein. Mach sie da rein, schnell. Gut, wieder abgenommen. Gut, wieder abgenommen. Und durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Nein. Nein, als ob er sie jetzt bekommen hat. Wie unfair. Oh, voll der Tierquäler, er tritt mich. Ich hoffe, er trinkt jetzt mal wieder Tee. Tatsächlich, tatsächlich. Aber wenn er Tee trinkt, muss ich hier im anderen Garten sein. Das ist auch wichtig. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, oder? Nee, schaffe ich nicht. Und der ist voll ärgerlich aus seiner Nachbarin. Und die Frau zieht ihm wieder die Hände. Yes, er hat ihn ausgespuckt. Super, super. Wobei ich nicht weiß, was da drin war. Jetzt wird er noch ärgerlicher. Jetzt beschwert er sich noch mehr. Ist aber nicht so wichtig. Oh. Tatsächlich, tatsächlich. Ach, die Brille noch, die Brille noch. Ich glaube, sie hat es gecheckt. I'm not here. Gib der Büste die Brille jetzt. Yay, yeah, wir haben es geschafft. Und jetzt eine neue Aufgabe. Und zwar bring jemanden dazu, die Rose für den Wettbewerb abzuschneiden. Ich weiß nicht, welcher Wettbewerb, aber ist okay. Was macht er mit dem Schild jetzt? Ah, keine Gänse. Jetzt haben wir erfolgreich auch das Schild hier bekommen. In dem Gebiet.
Let's have a look, was sie macht. Wenn die den Baum schneidet, dann schneidet sie auch die Rose aus Versehen ab. Als ob. Gut zu wissen. Okay, wo geht's weiter? Ah, ich will sie. Jetzt muss der Mann noch barfuß gehen. Das will ich nochmal testen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bringe ich den Mann nicht dazu, barfuß zu gehen. Ist auch egal. Denn für uns geht es hier weiter. Wir konnten auch gar nichts machen da. Und hier sind wir im neuen Gebiet? Ne, sind wir noch nicht. Hier sind wir im neuen Gebiet.